Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Sonntag, der 26. Juli 2020 um 20.02 Uhr. Die Neuigkeiten heute? Naja, es gibt folgende Neuigkeiten. Der Bau des Museums von Kilika hat endlich begonnen. Eugen und ich hätten uns das niemals erträumen lassen. Unglaublich, dass wir gleich an seinem ersten Tag auf der Insel das Museum bauen können. Wir danken euch vielmals für eure Zusammenarbeit. Wir werden das Museum an der Stelle errichten, an der das Zelt von Eugen stand. Ja, ja. Und es tut mir furchtbar leid, euren Forscherdrang heute auszubremsen zu müssen, aber ich hoffe, die Tatsache, dass morgen unser neues Museum fertig sein wird, tröstet euch ein wenig. Und das war eine kleine Nachricht, die ich von Eugen an euch weiterleiten sollte. Ja, ja. Das war alles. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag auf Kilika. Naja, einen fantastischen Abend eher. Erstmal Moino, Freunde. Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Animal Crossing. Ja, wie Tom Nook schon gesagt hat, im letzten Part haben wir geschafft, das Museum komplett zu vervollständigen. Zumindest die 15 Items. Items. Doch, sind die 15 verschiedenen Tiere plus Fossilien etc. eben halt 15 Sachen, die für das Museum wichtig waren. Jetzt kriegen wir das Geschenk von Gulliver. Hey Tristan, hier hast du das Souvenir von meinen Reisen als Dank für deine Hilfe. Es ist wahrscheinlich einfacher zu dir zu kommen als ich. Das macht mich ganz schön neidisch. Von Gulliver, dem maritimen Reisenden. Mal sehen, was er uns gegeben hat. Wir hatten ja auch im letzten Part Gulliver seine 5 Teile wiedergegeben. Ja, für sein... Wie hat er die genannt? Auf jeden Fall für das Handy. Wie hieß denn das Ding jetzt? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben eine eine Pagode? Oh! Oh! Schick. Die nehme ich definitiv mit. So, hier haben wir schon gleich mal in eine Sache vergraben. Das nehmen wir auch mal gleich mit. Sehr schön. Ein Fossil ausgegraben. So, achso. Falls ihr euch wundert, meine Stimme ist jetzt ein wenig lauter und anders. Denn im letzten Part oder in den letzten paar Parts war ja das Problem, oder nicht das Problem, eher weniger, dass ihr meine Stimme irgendwie ganz komisch gehört hat. Oder zumindest war es für mich so. Und ja. Nach einem Windows-Update wusste ich natürlich, warum es so war. Ich habe eigentlich vorher geguckt, dass alles funktioniert. Und habe ich auch schon in einer anderen Folge erklärt. Es war halt alles in Ordnung in dem Moment. Aber jetzt war halt das Problem, dass es trotzdem irgendwie sich zerschossen hat. Wieder vergraben. Müsste ja eigentlich funktionieren, oder? Ja. Jedenfalls... Ich denke mal, das hat sich jetzt hoffentlich auch geklärt. Das Problem. Ich hoffe. Sonst muss ich es wieder retten. Ich will sonst ja nicht, was ich da falsch gemacht habe. So, hier gucken wir mal nach. Hier haben wir erstmal schon mal ein schönes Stück Eisen. Nochmal Eisen. Und nochmal Eisen. Oh, Eisen. So, Eisen schön einsammeln, denn Eisen wird später wichtig. Schätzungsweise. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht, nein. Naja, wie gesagt, ich habe nur ein bisschen immer reingeschaut bei anderen Let's Playern und ja, und habe mir da meine Meinung daraus gebildet aus dem Spiel. Und jetzt möchte ich das Spiel mal selber erleben. Und bis jetzt bin ich positiv gestimmt, weil das macht echt einen Riesenspaß. Es ist eben halt so wie, ach, damals, wo ich 10, 11, 12 oder 13 war. Keine Ahnung, das Jahr weiß ich nicht mehr. Ach stimmt, da war ja was. die Motte wollen wir aufheben. Wie wäre es, wenn wir erstmal das Wespennest... Ja, vergrabet von mir aus, ist mir egal. Stimmt, wir werden ja die Fossilien heute ja nicht los, ne? Und den Schmetterling ja auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert es ja. Man weiß es nur noch nicht.
Ich würde gerne sonst einen Schrank mitnehmen. Im Zelt können wir soweit leider nicht lagern, weil das hat keinen Lagerplatz. Rostbauteil. Wozu braucht man Rostbauteile? Jedenfalls. Können wir einen Grashüpfer verkaufen? Ich schätze schon, oder? Erstmal gucken wir nach, ob überhaupt ein Nepp einen Schrank im Angebot hat. Sonst brauchen wir ja nicht mal irgendwas verkaufen. So, unsere aktuellen Angebote. Ah ja, Hängematte und das. Das war ja ein Witz. Sonst nichts. Nur Anleitungen. Ist jetzt ein bisschen, naja, ein bisschen doof. Jetzt muss ich überlegen. Vielleicht lege ich die einfach auf den Boden, die ganzen Fossilien und alle drum und dran. Kann man ja auch machen. Dann mache ich einen zentralen Out aus. Am besten von meiner Hütte. Oder wir machen das vor Eugen. Dann brauchen wir nächsten Tag nur hierher kommen und alles ablegen. Zack. Das gehört alle zu Eugen. Ich weiß ja nicht, können wir das ablegen? Platzieren. Was heißt platzieren? Ah. Ich hätte gedacht, das gehört jetzt kommt zu freilassen oder sowas. Ist kein Platz mehr. Lass es dort. Ich bin halt noch nicht sicher, ob wir das hier schon hatten. Den Grashüpfer. Wenn ja. Egal, dann können wir es später verkaufen. So, die Pädagoge und was auch immer. Diesen überaus schönen japanischen. Japanisch, also asiatischen auf jeden Fall. Gebäude stellen wir hier auf diesen Felsen hin. Finde ich ganz hübsch. Was haben wir noch so, was wir wegpacken können? Stein, Lehm und so mache ich neben der Werkbank. Ablegen, ja. Da wir ja sowieso erstmal noch nicht online irgendwas machen. Na gut, okay. Ich bedenke mal auch nicht, dass irgendjemand was klauen könnte. So. Blümchen. Rotlilien. Möchte ich gerne noch aufheben. Ich weiß nicht, ob wir die einfach so ablegen können. Doch, können wir. Dann schmeißen wir die mal auch weg. Und das Rest hier behalten wir. Die Birnen sollten wir anpflanzen. Das können wir übrigens jetzt mal machen. Die Birnchen hier anpflanzen. Und ich sollte mal weniger rennen. Ich bin gewohnt, immer zu rennen. Fragt nicht. So, hier einmal pflanzen, bitte. Später übrigens werde ich das ein bisschen anders dekorieren. Also nicht wundern, falls... Ich glaube, man kann auch komplette Bäume rausnehmen aus dem Boden und dann wieder neu einpflanzen, oder? Falls ihr das wisst, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich nämlich jetzt noch nicht so... Das Wissen habe ich jetzt noch nicht, sagen wir mal so. Ob man komplette Bäume rausnehmen kann und anderswo platzieren darf. Ich schätze schon, weil sonst wäre es auch ein bisschen lame. Aber man weiß es halt nie. So, wegpacken. Kann man die Sachen eigentlich ordnen? Ich mag es ja überhaupt nicht, wenn das so ungeordnet ist. Ich kann es platzieren. Ah, cool. Wie kann man die denn bewegen? Die Sachen. Na gut, egal. Ist jetzt auch nicht wichtig. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal den Stein suchen mit dem Geld. Weil jeden Tag kriegt man ja das Glück auf einen Geldstein. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Ja, ja. Hier waren wir schon. Wo war denn der Geldstein von gestern und vorgestern? Der war immer an, der war zumindest an einer Stelle. Kann ich mich noch dran erinnern. So, egal. Jedenfalls, da ist nochmal ein Käfer, den ich verschrecke. Hör auf zu rennen. Ich sehe das sonst immer so schlecht. Oh, 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 warte. Nicht erschrecken, kleiner Käfer. Komm her. Ha! Hab dich. Was bist du denn? Oho, ein Goldmistkäfer. Ja gut, okay. Na toll. Gut, okay, ich weiß schon mal, was ich gleich machen darf. Ach man, diese Wackelechse und Wackelsachen, die sind echt purer
Schund in dem Sinne. Weil die wirklich gar nicht halten, gefühlt. Ja komm, wenn wir schon dabei sind, kloppen wir viermal mit der Axt auf so einen Stein rauf. Ja, die Axt ist übrigens neu gemacht, also nicht wundern, falls sie ein bisschen länger hält als im letzten Part. Beim letzten Part habe ich ja schon ein bisschen auf Gegenstände gehauen. Ich habe mir eine neue in der Zeit gemacht. Kann es sein, dass wir den hier schon hatten? Achso, Mist, kann ich gar nicht mehr nachgucken. Ja. Schlecht, wenn man keine Wackelsachen hat. Wir müssen uns wieder einen Wackelangel machen. Oh, guck mal. Da ist Janine. Ich nenne sie jetzt übrigens Janine, habe ich mich entschieden. Ah, mal überlegen. Wie schaffe ich es, beim Fischen nur super... Was? Super tough rüberzukommen? Du hast Probleme. Gibt es nicht irgendwie Quests oder sowas, die man auch machen kann? Wo drückt der Schuh denn, Zischel? Ja, lass uns einfach mal quatschen. Na, hast du letzte Nacht gut geschlafen? Auf unserem Inselchen ist nachts eher die tote Hose angesagt hier. Macht aber nichts. Als alte Nachteule wird mir nie langweilig, solange ich derb um die Häuser ziehen kann. Hast du sonst noch irgendwas Interessantes? Na, kann ich dir wieder unter die Arme greifen? An meinem ersten Tag hier war ich dank der ganzen Umzugsaktion mal nur am Durchdrehen. Jetzt bin ich total gehypt, dass ich mir ein neues Leben aufbauen kann. Klingt voll nach Gangster auf der Flucht. Gut so. Okay, Janine, ich lasse sie dann in Ruhe mal weiterfischen. Wir suchen weiter nach den guten Geldsteinen. Das nehmen wir natürlich wieder mit. Das Wespennest. Und ich lasse jetzt auch die Löcher da, einfach zur Demonstration, dass die nächsten Tag sowieso wieder weg sein werden. Dann brauche ich wenigstens nicht jedes Mal die blöden Löcher wegmachen. Obwohl ich eigentlich... Ah, warte mal. Bloß nicht vergessen, um den Stein dürft kein Müll drum liegen. Sonst bringt es nichts. Ja. Ja, wehe, du schlägst jetzt daneben. Dann werde ich sauer. Ah, Mist, zu langsam. Aber immerhin fast maximal. Schade, dass es nicht so maximal leider gekommen ist. Aber guck mal, ordentlich kriegen wir schon mal ein bisschen. Ja, ich glaube, man kriegt insgesamt 16.000, wenn man alles richtig gut schafft. Also zumindest war es früher mal so. Früher? Ja, jetzt ja, als ob ich das schon seit 50 Jahren spiele oder so. Ihr wisst, was ich meine. New Leaf war halt ja so, dass man da bis zu 16.000 rausbekommen kann. Was für den Anfang natürlich echt gut ist. Aber jetzt, ne, ist es schwieriger geworden, schätze ich mal einfach. So, Wackelachse bitte. Ich merke, wir brauchen wieder Stein. Ah ne, Stein liegt ja auf dem Boden. Wir brauchen einfach nur Äste. Wie kriegst du wenig Äste, meiner Meinung nach? Sprungstab geht nicht kaputt, ne? Also müsste zumindest ein Item sein, was nicht gleich kaputt geht. Ich werde mal über die anderen Sachen hier rüber hüpfen und uns ein bisschen Holz noch einsammeln. Ich sehe ja hier, dass hier ein bisschen was rumliegt. Guck mal, da lag noch Holz von letztes Mal rum. Wir können auch rein theoretisch ein paar Äpfel mitnehmen, um ein wenig Geld anzuscheffeln, aber... Nee. Seht ihr das Schwarze da im Hintergrund? Was war denn das? Ach, da hinten. Ah, sieht aus wie ein, ist wie wahrscheinlich eine Insel. Hab mich schon gewundert, was ist das? Okay, gut. Hier ist anscheinend dann erstmal weiter nichts. Oh, warte mal. Okay, nee, ich dachte jetzt schon, ich krieg Halluzinationen hier. Ich dachte, da wäre schon irgendein Insekt, das wir noch nicht haben. Hier ist auf jeden Fall was... Ach, Mann, ich habe ja immer noch kein Cash. Ich vergesse das. Mann, wir brauchen einen Kescher unbedingt. Und eine Angel. Komm, 10 Holzstämme müssen wir jetzt zusammenkriegen. Oh, da oben lebt ganz schön viel Zeug. Und Blümchen. So, hier haben wir noch einen Stein. Komm, sag jetzt nicht, das war alles. 6 Stämme. Ah, warte mal. Stimmt, hier geht's ja auch noch rüber, ne? Das Abteil können wir auch nur jetzt so begegnen mit dem Sprungstab.
Und hier gibt es noch dreimal Holz. Einmal brauche ich noch. Einmal Holz, bitte. Ach, danke schön. Oh, ich dachte schon. Gut, dann haben wir die Geräte zusammen. Ja, den können wir hier verscheuchen. Das ist jetzt nicht so schlimm. So. Strandmäßig gucke ich jetzt nicht nach. Da können wir zwar die Muscheln mitnehmen und dann später verkaufen, aber muss nicht sein. Gut. Dann sage ich mal so, haben wir auf jeden Fall immerhin wieder neue Werkzeuge, Gegenstände. Hier haben wir noch das letzte Fossil für heute. Dann haben wir 4 Stück zusammen. Obwohl, ich weiß ja nicht, ob oben noch welche gibt. Wahrscheinlich. So, Sprungstab. Sonst ist hier nichts mehr. Oh, oh, wer bist du denn? Ein Geist! Oh. Oh, bitte, ich habe doch nichts getan. Lass mich doch einfach gehen. Wie? Du bist ein Mensch? So ein richtiger Mensch? Ich bin wirklich lang auf dieser Insel, aber einen Menschen habe ich hier noch nie gesehen. Oh, du bist doch gerade hergezogen. Ach so. Das erklärt natürlich alles. Dann erlaube ich mir mal vorzustellen. Ich bin Buhu. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich sage es einfach mal heraus. Ich liebe die Nacht, ihre Dunkelheit und ich habe Angst vor Geistern. Okay. Du liebe Güte, unser Treffen hat mich zutiefst erschüttert. Du hast mich so erschreckt, dass ich glatt meine Fragmente meiner Seele verloren habe. Oh, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Das muss passiert sein, als wir zusammengestoßen sind. Ach so, so kann ich jedenfalls nicht bleiben. Was für ein Schlamassel. Ich bitte dir nicht gerne darum, aber könntest du mir die restlichen Fragmente wieder suchen? Sonst bleibe ich für immer so und das geht doch nicht. Bitte hilf mir. Es soll auch nicht dir schaden. Mal sehen, insgesamt gibt es 5 Fragmente meiner Seele. Wahrscheinlich kannst du sie auf der Insel verteilt mit einem Kescher einfangen. Ach so, du hast keinen Kescher. Dann kannst du die aber eh provisorisch bauen. Ich verlasse mich auf dich, danke. Ja, Problem ist, wie ich in Erinnerung habe, gibt es diese Fragmente auch nicht nur unten, sondern auch oben an den Stellen, wo wir noch gar nicht hin können. Das heißt, entweder ich habe jetzt ein Problem und kann diese Quest überhaupt nicht machen, weitermachen und muss sie dann irgendwann später machen. Ist jetzt auch kein Problem, ne? Kann man ja machen. Oder die haben daran gedacht und haben sich gesagt, gut, dann packen wir jeweils die Fragmente unten hin, wenn derjenige noch nicht da oben hin darf. Aber ich denke mal, der Buhu, der kommt oft, oder? Also ich schätze mal nicht, dass er so selten sein wird. So, dann gibt man die Wackelsachen her. Wackelangel, Wackelaxt sollte jetzt genug fürs Erste sein. Und dann... Ja, wir nehmen einen Sprungstab hier ein bisschen durch die Welt. Wir gucken mal nach seinen Fragmenten. Wenn wir die 5 zusammenkriegen, na, dann ist es so. Dann finde ich ganz gut gelöst. Sonst, naja, passiert halt, ne? Wir könnten auch eigentlich gleich oben gucken, oder? Wäre, glaube ich, eine bessere Idee, als erst unten zu suchen. Und nicht zu finden, als... Wenn wir das erst zu spät machen. An meinem Freund der an einem Freund fremder Flaschen. Vielleicht verändert diese Bastelanleitung ja mal die Welt. Wer immer du bist, hoffe, du bist in Bastelstimmung. Einfach mal ausprobieren. Ein Topf. Aber einen Topf kann ich gut gebrauchen. Ohne Witze, könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Dann könnte ich ein bisschen was daraus basteln. Ich weiß gar nicht, kann man in dem Topf... Kann doch bestimmt in den Topf Pflanzen reintun, oder? Das wäre ja lame, wenn es nur ein Topf wäre. So, wir gucken mal kurz nach oben. Ja, und guck mal da. Nee, doch nicht. Sah aus wie ein Buhu-Fragment, dachte ich. So, dann hier rüber. Also, wie gesagt, ich schaue erstmal oben rum nach. Wenn oben rum eine Seele ist, dann brauche ich gar nicht weiter suchen. Aber bis jetzt finde ich ja nicht mal... eine Ansatzweise eine Seele.
Hier ist ein schönes Versteck in Übrigen. So, okay, hier ist, hinten ist nichts. Also man kann noch nichts erblicken. Wer weiß, was mit den Buu-Fragmenten ist. Ich hoffe mal nur, dass die auch wirklich zu finden sind später. Guck mal, hier ist eins. Mal Nummer 1 kriegen wir gleich. Ey, hau nie ab. Ich warne dich. Wenn der jetzt wieder rüberschwebt, dann werde ich gleich sauer. Alles klar. Buh. Ich weiß Bescheid. Ich sollte mal so herum machen. Oh, komm her jetzt. Ah, ein Buhu-Seenfragment. Boah, der fühlt sich irgendwie kalt an. Guck mal, da ist der zweite. Wehe, du schwebst nach oben. Mann, ich muss mir mal langsam die Tastenkombination dafür merken. Nee. Da. Gott. Treffen. Geht doch. Und ein weiteres. Vielleicht finden wir ja gleich noch eine dritte. Wenn nicht, schneide ich euch jetzt einfach kurz rein. Denke ich mal, das ist kein Problem für euch. Ist auf jeden Fall entspannter, als wenn ich jetzt die ganze Insel 5 Stunden lang absuche. Guck mal, hier ist das Buu-Fragment Nummer 3. Und so herum, hab ich mich schon gemerkt. Komm her. Ja, sehr schön. Vielleicht finden wir ja doch alle unten. Auf geht's zum vierten. Oh, guck mal, was da leuchtet. Das vierte Stück. Oder das vierte Seenfragment. So, jetzt wird wirklich gemein, wenn jetzt das letzte oben auf dem Bergen ist. Das wäre mega gemein. Oh, ich höre was. Da ist es! Oh, jetzt bist du böse versteckt. Komm her. Wage dir zu verschwinden, Junge. Also doch, es sind alle unten gewesen, alle Buu-Fragmente. Sehr schön. Dann können wir gleich zu Buu gehen. Uhu, ich habe deine Fragmente. So. Jetzt kannst du mir auf jeden Fall nicht mehr vollmeckern. Ich habe alles gebracht. Es ist vollbracht. Du hast alle meine Fragmente gefunden. Also dann gib sie mir schnell, bitte, bitte, bitte. Ja, bitte sehr. Boah, sind die hell. Perfekt, das sind meine ganzen 5 Segmente. Yay. Tada. Ach, endlich bin ich wieder vollständig. Puh, ein Glück. Vielen Dank, ich fühle mich schon großartig. Ach ja, und deine Belohnung? Naja, was gebe ich dir denn? Möbel magst jeder, oder? Ich kann dir was geben, was du noch nicht hast, oder etwas Teures. Was hättest du gern? Derzeit kann ich mir etwas Teures gönnen, da ich sonst nichts habe. Okay, dann gebe ich dir etwas Teures. Hm, ich bin nicht so gut darin, den Wert von Dingen einzuschätzen. Also weiß ich nicht, ob das hier wirklich viel wert ist. Wow. Hier bitte ein 20 Zoll Wandfernseher. Cool. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Real Talk. Ach, schade. Man. Ja, Wandfernseher. Easy. Cool. Das freut mich. Das ist doch was Schönes. So, erstmal gucken nach den Noob-Meilen. Wir können ja jetzt endlich mal die 5000 voll bekommen. Und ich weiß, ich überziehe schon wieder, aber hey, ist egal. So, erstmal hier die 5. Was? Okay, das verstehe ich jetzt noch nicht. Es gibt so viele fruchtig feine Obstsorten auf der großen, weiten Welt. Und wenn du etwas nachhilfst, können wir die alle auf deiner Insel wachsen lassen. Ach so, das sind alle Fruchtsorten. Obstsorten. Okay, Leute. Da brauche ich dann eure Hilfe. Um das alles zu vervollständigen. Weil das alles habe ich definitiv nicht. Verkaufen statt horten. Leichtes Gepäck. So heißt die Zauberformel für ein Leben ohne Altlasten. Den ersten Verkauf ist nicht mehr nötig.
nicht mehr benötigter Dinge unterstützt Looking mit Meilenbonus. Achso, das habe ich schon. Lol. Das hier unten wartet. Oh Gott. Gruseliges Geheimnis. Wenn du hier unheimliche Entdeckungen machst, musst du dich davon... was musst du das für dich behalten? Sonst gerät die Insel noch in Verruf. Weitere Informationen zur Schweigepflicht findest du in deinem Vertrag. Ah ja. Alles klar, Nook. So, 300 Punkte. Komm. Ach nö. Uns fehlen 100. Nicht mal. Obwohl, warte mal. Ich war noch nicht am Terminal heute. Komm, wir machen noch schnell den Terminal. Auch wenn schon wieder... Ach, egal. Scheiß auf die Zeit. So, da sind wir. Terminal, bitte. Multifunktion und gib mir mal meinen täglichen Support. Ah, danke schön. 5030, das heißt, ich kann es abbezahlen, aber wie? Nook, erzähl mir mal, wie bezahle ich mein Haus ab? Ah, Tristan, ja, hallo, hallo. Was darf es denn sein? Was liegt an? Sag mir, was möchtest du? Umzugsgebühren. Oh, du möchtest die Umzugsgebühren bezahlen? Na gerne, es stehen noch 5000 Meilen. Alles klar, die bezahle ich dir. Vielen Dank, es sind exakt 5000. Und damit ist deine Umzugsgebühr vollständig beglichen. Welch glücklicher Tag für uns beide, hm? Ja, ja, du lebst schuldenfrei auf einer wunderschönen Insel. Was könnte es besser sein? Ah, ja, das war nur keine rhetorische Frage. Lass sie mich umformulieren. Wie gefällt es in deinem Zelt? Naja, nicht so toll. Oh, es tut mir leid, das zu hören. Aber niemand hat hier gesagt, dass es leicht werden würde. Und wir tun Dinge auch nicht, weil sie einfach sind. Hm? Wir tun sie, weil sie profitabel sind. Aber wenn du es satt hast in einem Zelt zu Hause, ich schätze, es ist an der Zeit, über den Bau von Eigenheim zu sprechen. Ja, ja. Es gibt nur ein paar Hindernisse beim Bauen an einer solch angelegenen Örtlichkeit. Ich fürchte, dass sich das Überwinden dieser Hindernisse direkt auf die Baukosten auswirkt. Aber Nullzinsdarlein Rückzahlungsvereinbarungen ist alles möglich. Also Tristan, lass es mich wissen, wenn du dein Interesse hast, dein Heim zu erweitern. Oh, und noch eine Sache noch. Es gibt im Service ein zum Einlösen gesammelter Nook-Meilen. Im Nook-Portal kannst du für deine Meilen viele interessante Dinge erhalten. Schau doch demnächst mal vorbei. So, dann wünsche ich dir viel Spaß auf deinem Inselleben. So, gleich mal erweitern, bevor ich das vergesse. Oh, was willst du denn? Eigenheimberatung? Ja, komm. Oh, Tristan. Du hast dich wirklich entschieden, eine Immobilie zu erwerben? Oha, mit Komfort und Luxus. Ja, Zelten macht zwar Spaß, aber ein Haus bietet halt mehr Platz, ne? Ein Haus würde erfordern, dass du einen neuen Kredit in Höhe von 98.000 Sternis aufnimmst. Was sagst du? Bist du bereit dafür? Ja. Natürlich. Was hast du denn da? Oh, vielen Dank. Ich werde sogleich das loslegen, die Bauarbeiten anzufangen. Übrigens kannst du dir eine von 8 Farben für dein Dach aussuchen. Bitte wähle eine Farbe für dein Dach. Hm? Rot, rosa, gelb, schwarz. Andere Farben? Blau, hellblau, grün, lila. Ich passe es am Kanal an, grün. Gut, dann wird dein Dach wohl grün. Wird erledigt. Oh, und eine Sache noch. Hausbesitzer werden bei Nook im Smile-Programm automatisch hochgestuft. Kleiner Blick, bitte. So, fertig. Ja, ja. Deine Mitgliedschaft ist jetzt nur auf dem neuesten Stand, Tristan. Wenn du die App für die Nook-Meilen nutzt, hast du jetzt nun Zugriff auf die Nook-Meilen-Plus-Vorteile. Mit Nook-Meilen-Plus lassen sich auf praktische Weise durch Erfüllen von Aufgaben Meilen verdienen. Die Details siehst du, wenn du die App startest. Also schau sie dir ruhig mal an. Hm? Das war erstmal alles von meiner Seite. Dein neues Heim sollte nun morgen fertig sein. Aufregend, hm? Ja, das werden wir uns dann morgen anschauen. Genauso, oder... Ja, obwohl, wir werden uns doch morgen das anschauen. Wie unser trautes Heim nun aussieht. Ja, und natürlich werden wir noch ein paar Nook-Meilen hier jetzt noch verdienen. Und dann schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob man beim ersten Mal wirklich Nook-Meilen hätte bezahlen müssen oder auch mit Geld, weil es waren ja auch 48.900 drin. Und hätte man das auch mit Geld theoretisch bezahlen können? Würde ich gerne mal wissen. Vielleicht wisst ihr das ja, denn ab in die Kommentare damit.
Und ich denke mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.